Es geht wieder ab ins Gym. Wir haben es Montag. Wunderschöner Montag. Aufhören zum Piepsen da. Es steht Brust und seitliche Schulter an. Heute geht es wieder mal nach Stockerau. Jo, was hat es am Wochenende gegeben? Wochenende einige Formchecks und Posing-Termine mit den Kunden bzw. mit den Herbststartern. Ja, das sage ich jetzt eigentlich ja schon immer ziemlich oft, aber auf die Herbstsaison freue ich mich schon sehr. Die Leute werden immer härter und ja, das weckt irgendwie in mir auch schon wieder so ein bisschen die Lust auf die Wettkämpfe. Ja, für mich selber wird es aber wahrscheinlich erst wieder 2024 oder 2025, kommt darauf an, wie sich der Körper so ein bisschen entwickelt, auf die Bühne gehen. Aber mal schauen, wie es jetzt dabei so weitergeht. In der Offseason läuft zurzeit sehr, sehr gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Geht echt richtig gut voran. Stefan ist eigentlich auch sehr zufrieden. Auch was die Health Markers angeht, muss ich sagen, passt eigentlich wirklich sehr gut zurzeit. Die Kraft geht nach oben. Ja, jetzt gibt es zuerst mal. Also ich trinke mein Pre-Workout meistens nicht im Gym, sondern schon am Weg ins Gym. Dadurch, dass ich so ja, 20 Minuten eigentlich immer so mit dem Auto ins Gym fahre nach Stockerau, wenn ich schnell bin, 15, aber dann ist meistens ein Strafzettel dabei. Also wir lassen uns ein bisschen Zeit heute, 20 Minuten. Gibt es den Crank Pump Pro mit Crank Focus Pro. Heute mal die volle Portion vom Focus Pro. Irgendwie fühle ich mich heute noch ein bisschen müder. Vom Mix her, Geschmack habe ich eigentlich immer Mango mit Peached Ice Tea gemixt. Schmeckt sehr, sehr genial, muss ich sagen. Aber auch die Kombination mit dem Nitro X und Crank Focus Pro funktioniert auch gut. Die zwei Sachen sind eigentlich immer so, zwischen denen ihr ein bisschen wechselt von den Pump Boostern, was ESN und Vario so zu bieten hat. Ja, was steht sonst heute noch an? Heute Montag sind bei mir generell dann auch alle Kunden die Check-ins, also Prep-Check-ins sind meistens immer so Sonntag. Montag sind dann immer die kompletten Check-ins von allen Kunden. Das heißt, das steht heute bei mir später noch an. Ja, zum heutigen Brust-Workout. Heute wird es auf jeden Fall wieder ein neues Workout geben. Dadurch, dass ich jetzt die brustseitliche Schultertage alle auf Stockerau verlegt habe. Dadurch, dass es dort einfach so geniale Geräte gibt, was das Brust- und Schultertraining angeht. Trainiere da eigentlich sehr gern dort. Deswegen werden wir mal schauen, was heute so an der Übungsauswahl steht im Logbuch. Aber ich glaube, ich habe mal reingeschrieben, die Incline Fly, beziehungsweise bin ich mir noch nicht ganz sicher, es gibt auch diese sitzende Fly-Maschine, die man so mit dem Kabel machen kann. Ich glaube, die ist von Life Fitness oder von Hammer Strength. Die ist auch sehr geil. Und generell muss ich sagen, mag ich eigentlich sehr gern so eine fliegende Bewegung gleich einmal zum Anfang, weil die spüre eigentlich fast um einiges besser als wie so eine drückende Bewegung. Vor allem halt ist dann die drückende auch um einiges leichter, oder wenn die Brust schon mal ein bisschen aufgepumpt ist und da schon mal ordentlich Blut drinnen ist, geht das Ganze irgendwie leichter vonstatten. Und dadurch, dass bei mir Brust eigentlich eh immer so ein bisschen schwächer war, beziehungsweise noch immer ist, hilft mir das sehr gut, da mal so ein bisschen vorzuaktivieren. Aber ich nehme es eigentlich nicht wirklich nur zur Voraktivierung, sondern gibt da eigentlich schon alles, also sind zwei Sätze eigentlich all out. Deswegen sind dann meistens insgesamt immer noch so um die 6 Sätze Brust. Dann habe ich eigentlich fast einen Muskelkater bis Mittwoch, Donnerstag muss ich sagen. Und das ist dann eh ganz gut, weil das reicht eigentlich vollkommen aus, damit sich die Brust dann bis zum nächsten Montag wieder vollkommen regeneriert. Generell was den Muskelkater angeht, natürlich ist Muskelkater erstens einmal immer mal was Gutes, man hat einen neuen Reiz erzeugt, sollte aber jetzt nicht wirklich eine Woche lang andauern oder länger, vor allem wenn ihr ein bisschen frequenter trainieren wollt, frequenter wie ich, es kommt natürlich auch wieder auf eure Regenerationskapazitäten an. Ich habe es bei mir eigentlich schon oft probiert, dass ich es zweimal die Woche mache, aber dann ist die Performance eigentlich immer nach unten gegangen. Das heißt da, was das Logbuch angeht, auf das auf jeden Fall immer ein bisschen vertrauen. Ist einfach so, dass da die Kraftwerte doch jetzt nicht so
unwichtig sind, was das angeht. Es sollte die Performance einfach mit der Zeit immer nach oben gehen. Und wenn die Performance dann irgendwann einmal Plateau erreicht, beziehungsweise wenn es einfach so ist, dass ihr merkt, okay, es geht jetzt eigentlich wieder fast in die andere Richtung, ich bin eigentlich zu überlastet, das ZNS ist die ganze Zeit im Prinzip down und die Regeneration kommt nicht wirklich nach, dann muss man halt wirklich was verändern am Trainingsplan oder vielleicht an der Ernährung. Natürlich kann der Enhanced Athlet auch noch an den PEDs schrauben. Das heißt, da gibt es eben mehrere Faktoren, die was man da immer ein bisschen mit einbeziehen muss. Aber generell auf die Regenerationskapazitäten achten ist sehr, sehr wichtig, was den Muskelaufbau angeht. Und gerade aus dem Grund gibt es auch nicht den perfekten Split, den man jetzt für alle wirklich sagen kann. Obwohl, ja, ich würde sagen, bei den Anfängern ist es eigentlich schon meistens so, dass so ein Ganzkörpersplit eigentlich fast am besten funktioniert. Aber da sind natürlich auch wieder die Übungen zum Beispiel wieder unterschiedlich, auf die Leute immer besser ansprechen. Aber prinzipiell so ein Ganzkörpersplit ist eigentlich schon was sehr Geiles. Also wenn man so wirklich so Ganzkörper Trainingspause, Ganzkörper Trainingspause und eigentlich immer nur so mit einer Übung, ist eigentlich schon sehr geil für einen Anfänger, wenn er schon ein bisschen ein gewisses Trainingsverständnis hat, beziehungsweise auch so Bewegungserfahrung. Und das kommt natürlich auch von anderen Sportarten. Also ich glaube, ich habe da auf jeden Fall einen extremen Vorteil gehabt dadurch, dass ich früher Volleyball gespielt habe im Verein, dann Tennis im Verein, Fußball im Verein, habe ich generell schon mal so ein bisschen ein Bewegungsverständnis bekommen. Habe auch ganz früher im Geräteturnverein eigentlich da geturnt. Und was bei mir halt dann noch dazu gekommen ist, ist, dass ich ins Sportgymnasium in Linz in Oberösterreich gegangen bin. Und das hat mir schon sehr, sehr viel gelehrt. Also da war es ja eigentlich wirklich so, dass wir fast jede Sportart gemacht haben. Also da kann mich noch erinnern, das war auf jeden Fall jede Ballsportart einmal drinnen. Also Basketball, Handball, Fußball, Volleyball. Bei Volleyball bin ich dann meistens hängen geblieben, was den Verein dann angeht. Vor allem auch, weil meine Mutter früher immer relativ viel Volleyball gespielt hat und ich da früher schon mit in der Halle war. Aber was ich eigentlich raus wollte, da war dann zum Beispiel auch Schwimmen, Geräteturnen und Leichtathletik dabei. Und da nimmt man schon sehr, sehr viel mit von diesen ganzen Bewegungen. Wir haben auch so Sportkunde gehabt damals. Das war so ein eigenes Fach im Sportgymnasium. Und da haben wir auch über Bewegungsabläufe, Biomechanik von Speerwurf zum Beispiel jetzt, nur um da mal ein kleines Beispiel zu nennen, gelernt. Und das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht, generell auch jetzt für den Bodybuilding-Sport. Natürlich das Physiotherapiestudium, was ich von 2009, glaube ich, begonnen habe bis 2012 im AKH in Linz, hat mir auch viel gebracht, generell das Wissen sich anzueignen, auch wenn ich selber nie als Physiotherapeut dann gearbeitet habe oder gearbeitet habe, hat mir das schon sehr viel fürs Bodybuilding einfach gebracht. Also die Theorie und auch die Praxis da so ein bisschen mitzunehmen. Ich denke, das darf man nie vernachlässigen, wenn jemand komplett von einer unsportlichen Familie kommt, zum Beispiel, was er vielleicht nicht allzu viel unternimmt oder vielleicht andere Sachen eher bevorzugt, also sowas wie musikalisch oder halt sie mehr auf die Schule fokussiert. Ich glaube schon, dass bei den Leuten da ein bisschen schwieriger ist, so Bewegungsmuster zu lernen. Also sei es jetzt, keine Ahnung, Bankdrücken, Kniebeugen und so, ist doch einfach leichter, wenn man vorher schon mal so ein bisschen Bewegungserfahrung mit ja, gewissen Sportarten einfach in der Vergangenheit gehabt hat. Aber ich bin schon wieder viel zu weit ausgewichen. Es geht heute noch stockerau ins Brust-Trizeps-Training. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß am Video und wir sehen uns gleich im Training. Mittlerweile habe ich auch schon angefangen, nicht mehr direkt vor dem Gym zu parken, durch das ich sonst immer so eine faule Sau bin und meine Schritte sonst nicht reinkriege in der Offseason. Einfach mal ein bisschen weiter wegparken. Dann sammle ich schon ein paar Schritte, wenn ich ins Gym gehe. Und
Und ich habe mich dann doch für die Live-Fitness-Fly-Maschine entschieden. Damit Kabel geführt, fühlt sich echt wirklich gut an. Also ich habe im Prinzip vorher mal ausprobiert, ob ich die Incline-Fly mache oder die als erstes. Aber die fühlt sich echt sehr gut an. Sie heißt zwar Chest Press, aber ich finde, die kann man eigentlich ganz gut so in einer Fly-Variante machen und gibt einfach wirklich gut Spannung auf die Brust. Also wie ich vorher schon erklärt habe, ist für mich einfach so, diese fliegende Variante bringt für mich einfach einmal viel mehr Blut so mal in die Brust einfach rein und tun wir dann nachher um einiges leichter einfach die drückende Variante dann auch wirklich gut für die Brust zu machen und die vordere Schulter da draußen zu halten. Ich muss sagen, an diesem Tag war eigentlich auch wirklich viel los. Normalerweise ist jetzt, habt ihr ja über Instagram oder so auch schon gesehen, ist in Stockerau eigentlich gar nicht so viel los, aber es teilt sich trotzdem eigentlich vom Studio her noch immer extrem gut auf, obwohl viele Leute da sind. Also das Studio hat ja insgesamt 3000 Quadratmeter, deswegen geht das eigentlich voll klar. Also wie gesagt, fühle mich immer noch extrem wohl im Gym, weil man einfach wirklich ordentlich Gas geben kann, ohne dass einem wirklich jetzt irgendwer stört. Und deswegen, wie gesagt, war auf jeden Fall einmal ein super Start mit der Live-Fitness-Fly-Maschine in die erste Übung vom Brustworkout. Stefan ist da auch noch kurz vorbeigekommen. Dann gebe ich euch noch einen ganz kurzen Blick über den zweiten Satz. Der Backoff-Satz war dann ein bisschen leichter, ein bisschen höher wieder in den Wiederholungen. Ja, eigentlich eh so klassisch, wie es normalerweise heute halt, den ersten ein bisschen schwerer, den zweiten ein bisschen leichter. Da quäle ich aber nicht mit den ganzen Wiederholungen, da gehen wir gleich zur letzten Wiederholung. Und sobald da die Form dann einbricht, ist eigentlich der Satz vorbei. Dann habe ich das erste Mal die Panatta Incline Press ausprobiert. Hast auch wieder ganz anders, als wie es ich jetzt gesagt habe. Ich glaube, es ist irgendwie wieder Multipress oder was auch immer. Es sind zwei verschiedene Henkel, nennen wir es mal so, oder zwei verschiedene Griffe, die was sie unabhängig voneinander bewegen. Und ja, da waren die 45 Kilo pro Seite für mich schon eigentlich ziemliches Limit. Also ich glaube, ich habe da so sechs Wiederholungen geschafft. War gar nicht so easy, aber fühlt sich eigentlich sehr, sehr genial an. Also die kann man im Prinzip auf 40 Grad oder dann glaube ich noch weiter nach unten oder nach oben verstellen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das heißt, man kann extrem viel auf die eigentlich machen. Also man kann den Sitz nach vor und zurück verstellen, man kann die Sitzlehne verändern. Also wie gesagt, bei der kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Also jetzt Schulter drücken, Incline drücken. Hat sich auf jeden Fall für die Brust mega genial angefühlt und werde auf jeden Fall mal drinnen lassen, weil ich sowieso mit so geführteren Bewegungen eigentlich ganz gut zurechtkomme. Und dadurch, dass sie die Henkel eigentlich auch schön zur Mitte bewegen, kann man es einfach wirklich gut für die Brust benutzen. Und ja, wie gesagt, habe ich eigentlich sehr, sehr gut gespürt, die Übung. Und auch da im Backoff-Satz wieder ein bisschen mehr Wiederholungen mit einfach ein bisschen weniger Last. Als dritte Übung ist es dann an die sitzende Vertical, wieder nicht Vertical, sondern Horizontal Chest Press gegangen von der Panatta. Auch die, muss ich sagen, habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich um einiges mehr bewegen kann. Also die ist ein ziemlicher Ego-Killer mit den drei Plates pro Seiten. Nach den ersten zwei Übungen sind dann da nochmal, ich glaube, fünf oder sechs Wiederholungen gegangen. Ja, wie gesagt, war ein ziemlicher Ego-Killer. Ich glaube, ich sollte wieder auf die Hammer-Strength-Geräte wechseln, da geht um einiges mehr. Was natürlich auch nie fehlen darf, ist das Logbuch zu schreiben. Für mich einfach immer wichtig, dass ich dann weiß, in 2 Wochen, wann ich wieder zum selben Tag komme, welches Gewicht ich bewegt habe und wie viele Wiederholungen ich wieder schaffen sollte bzw. muss. Und die Regenerationsparameter natürlich alle passen. Backoff-Satz habe ich dann auf jeden Fall mal ablehnt runtergeben. Das hat sich dann um einiges besser angefühlt und kontrollierter logischerweise. Wenn das Gewicht ein bisschen weniger ist, kann man einfach mehr ein bisschen auf die Bewegung noch konzentrieren, vor allem wenn es eine neue Bewegung ist. Sage ich normalerweise eigentlich immer meinen Kunden mit dem Gewicht, da mal am Anfang ein bisschen aufpassen, aber ja, wie ihr wisst, es funktioniert ja eigentlich nie Practice what you preach. So geht man dann im Prinzip trotzdem immer ans Limit und versucht das meiste rauszuholen. Ja, und ungewöhnlich für mich, eine vierte Brustübung, normalerweise eigentlich nach 3 Brustübungen Schluss. Habe ich mir dann doch noch an die Panatta Incline Fly getraut. Daneben ist die für die
mittlere Brust, die was da so bewegt wird, und letztes Mal habe ich ja schon die Decline gezeigt. Decline hat mir extrem taugt. Ich muss sagen, mit der Incline habe ich mir fast noch ein bisschen schwer getan, da reinzukommen. Ist aber auf jeden Fall eigentlich genau wie mit den Kurzhanteln, wenn man so jetzt auf einer Schrägbank das macht. Nur verliert es oben weniger die Last dadurch, dass die Griffe einfach auch wirklich schön nach außen weggehen. Aber auch die ist eigentlich mit den 20 Kilo pro Seite schon halbwegs schwer gewesen. Deswegen da im Backoff auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen runtergegangen und sich ein bisschen mehr auf die Bewegung wieder zu konzentrieren. Wie ihr seht, da halt auch wieder sehr wichtig die Brust, also das Bracing, die Brust schön anheben, die Schulterblätter nach hinten unten absenken und aus der Position dann wirklich versuchen, da die Oberarme in die Brust zu schieben, um die obere Brust da eigentlich maximal zu beanspruchen. Geht es aber schon weiter zur seitlichen Schulter, und da ihr wisst vom letzten Training schon, wenn ihr die Bulk Series schon verfolgt habt, gibt es bis jetzt nur ein Seithebegerät in Stockerau, aber die zweite ist schon bestellt bzw. ist schon bald da. Es wird dann auch Panatta Seithebemaschine sein. Habe wieder mit der Live Fitness Seithebemaschine angefangen und schon langsam freunde mir mit der eigentlich auch an. Versuch die eigentlich immer so im ersten Satz so, ja, auch bis 10 Wiederholungen oder vielleicht sogar ein bisschen drüber eigentlich zu schaffen, und im zweiten dann wirklich um einiges höher gehen in den Wiederholungen. Als zweite Übung habe ich diesmal diese Cuffed Laterals, also auch die liegenden, gemacht. Ich muss sagen, oder hast du eigentlich auch Y-Raises? Ja, ihr wisst, mit den Übungsnamen ist immer sehr, sehr schwierig, dadurch, dass jeder seine Übung irgendwie anders benennt. Aber fühlt sich auf jeden Fall nicht schlecht an, dadurch, dass das Kabel wieder einen konstanten Zug gibt. Und auch mit diesen Handgelenkschlaufen ist es einfach so, ich muss mich nicht am Griff konzentrieren und der Zug ist eigentlich genau da, wo er sein sollte. Also versuche mich eigentlich da auch sehr stark auf die Abduktion wieder zu konzentrieren vom Oberarm, dass der halt wirklich da ordentlich auf die seitliche Schulter dann trifft. Und zum Abschluss gibt es heute sogar noch ein bisschen Bauchtraining. Mit dem habe ich mittlerweile auch wieder begonnen. Dadurch, dass ich jetzt eigentlich schon relativ mich wieder sicher fühle beim Bauchtraining, auch bei so Beinheben war sehr, sehr lange, muss ich sagen, nach der Operation für mich sehr unsicher, weil sich alles immer natürlich, also generell vom Feeling her, einfach nur unsicher angefühlt hat, generell von der Narbe, nicht, dass die irgendwie wieder aufreißt, das ist so ein bisschen im Kopf drinnen. Im Endeffekt mache ich jetzt eigentlich immer so Beinheben, entweder mit Cable Crunches im Supersatz oder Beinheben so wie hier, einfach einmal bei den liegenden Crunches dann. Und ja, das ist im Prinzip eigentlich eh schon wieder der Abschluss des Workouts. Also ihr seht, Brust, seitliche Schulter, Bauch ist eigentlich jetzt Montag so immer mein klassischer Start in die Woche, würde ich mal sagen. Vorbei. Es gibt klassisch Post-Workout-Meal, noch Ashwa Pro und Magnesium, nochmal Schoko Crispies mit Cranberries, hier drin nur das Milk-Chocolate-Vegan-Designer-Protein. Ja, gibt es mir eigentlich immer klassisch vorm Nachhausefahren. Workout prinzipiell war eigentlich sehr gut heute, kann man eigentlich nichts sagen. Drauf kommen, dass es nicht sehr klug ist zu essen, während ich euch noch was erzähle. Aber wie gesagt, die Workout war nicht schlecht. Die Panatta Press heute war eigentlich sehr, sehr ungewohnt, so diese Dual Press, aber
eigentlich ganz geiles Feeling, so in der oberen Brust. Die andere war dann auch richtig schwer, so vertical, eigentlich ist es nicht vertical, eine horizontal press. Ja, sonst, was gibt es zum Workout nur zu sagen? Pump war nicht schlecht, Leistung kann ich eigentlich erst wieder in 2 Wochen beurteilen, nachdem ich dann das Servetraining nur mehr mache. Ja, heutiger Montag, stehen auf jeden Fall noch einige Check-ins an. Das heißt, jetzt geht es dann nach Hause. Heute richtig schöner Tag draußen. Abend auf jeden Fall noch ein Abendspaziergang heute mit der Katharina. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zum sagen. Ich sage danke fürs Zuschauen und lasst auf jeden Fall Like, Abo oder Kommentar da. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video. Ciao für dich.